Neulich wurde ich einer Frau vorgestellt und war direkt wieder in meine Studienzeit zurückversetzt. Das Ganze hat sich ungefähr so abgespielt. Hey Andi, das ist Lena. Lena, das ist mein Kumpel Andi. Wenn du einer Frau vorgestellt wirst und sie auch noch genau dein Typ ist, Mann, dann wissen wir oft einfach nicht, was wir sagen sollen. Sie ist nicht nur hübsch, sie scheint auch noch ziemlich smart zu sein. Wie soll ich jetzt noch Interesse erzeugen? Wie soll ich mich interessant machen? Und irgendwie kommen einfach keine brauchbaren Worte aus dir heraus. In diesem Video bekommst du für so eine Situation ganz konkret, was du sagen und tun solltest. Und was fast keiner macht. Mein Name ist Andy Friday, ich bin Flirtcoach für Männer mit Herz und ich zeige unseren Klienten und Männern wie dir jeden Tag, wie du eine Partnerin auf Augenhöhe bekommst und endlich eine gemeinsame Zukunft mit ihr aufbauen kannst. So wie es schon über 100 Teilnehmer bei uns in der Flirt Masterclass geschafft haben. So wie dieser Mann. Oder dieser Mann. Meistens läuft das doch so ab. Sie wird dir vorgestellt oder sie stellt sich dir persönlich vor. Du stehst in der Gruppe, streckst deine Hand heraus oder sagst gar nichts. Sie gibt dir vielleicht die Hand, aber schaut dich dabei kaum an und redet mit den anderen weiter. Das tut weh. Keiner mag es, ignoriert zu werden. Aber das ist nicht ihre Schuld. Besonders, wenn sie dich mag, dann ist sie genauso nervös. Wenn eine Frau dich also ignoriert, kann das zwei Gründe haben. Entweder sie hat kein Interesse oder sie hat Interesse. Um dieser Wahrheit einen Schritt näher zu kommen, mach folgendes. Hier ist, was du machen kannst, sobald du ihren Namen hast. Wenn du ihren Namen kennst, nehmen wir mal Annika, dann wiederhole ihn als allererstes Wort. Zum Beispiel, Annika? Hi. Dazwischen gehört kein Geplapper. Lass sie ihren eigenen Namen einmal aus deinem Mund hören. Annika? Hi. Nicht nur erzeugt das einen Moment, weil du den Druck der Situation standgeblieben bist, sondern es zeigt auch noch, dass du sehr souverän damit umgegangen bist. Damit ziehst du auch noch ihre Aufmerksamkeit auf dich. Und wenn sie dich mag, dann bist du soeben einen wichtigen Schritt gegangen. Besonders weil das fast keiner macht, ist das wie ein Stupser auf die Stirn. Oh, da spricht mich jemand an. Wer ist das denn? Das heißt, selbst wenn du noch nicht auf ihrem Radar aufgepoppt bist, dann hast du jetzt eine Chance. Nutze sie. Am besten stellst du ihr direkt danach eine Frage. Involviere sie direkt in das Gespräch, das du und deine Freunde vielleicht gerade hatten. Zum Beispiel, Annika, was gehört auf Pommes? Ketchup oder Mayo? Und wenn sie Ketchup sagt, dann dreh dich um und sag, siehst du Michi? Sag ich doch. Ketchup. Wenn du nämlich neu in einer Gruppe bist, dann kennst du das sicher. Dann fühlen wir uns gleichwohl, wenn uns jemand in die Unterhaltung einschließt und uns als ein Teil der Gruppe fühlen lässt. Verführung ist die Kunst, es ihr zu erlauben, sich bei dir frei zu entfalten. Du kannst der Mann sein, wegen dem sie sich wohlfühlt. Du kannst ein Geschenk für sie sein. Das ist etwas Wunderschönes und das vergisst sie nicht. Das heißt, lass den Namen beiläufig fallen. Aber übertreib es nicht. Kommt sie zum Beispiel aus der Toilette zurück, kannst du sie wieder in die Unterhaltung eingliedern. Hey Annika, wir haben gerade über Beziehungen geredet. Weißt du, was Kevins längste Beziehung ist? Führe die Unterhaltung an, aber mit Herz. Das ist, was viele Menschen nicht verstehen. Sie denken, man müsse andere herumkommandieren. Du musst nicht extrovertiert sein oder dir irgendetwas aneignen, was du nicht bist. Du bist genug. Frauen achten darauf, was in dir steckt. Güte, Mut, Charakter. Das scheint durch dich durch. Und Frauen spüren diese Energie. Und wenn du sagst, das habe ich noch nicht erlebt, warst du in diesem Moment wirklich mutig? Warst du wirklich unabhängig, diese Güte zu zeigen, ohne etwas zurückzuverlangen? Oder hast du Angst gehabt, sie zu verlieren? Jetzt ist das Einzige, was passieren kann, dass sie ihr anfängliches Interesse an dir wieder verliert. Und was du unbedingt tun solltest, wenn eine Frau ihr Interesse an dir verliert, bevor es zu spät ist, das bekommst du in diesem Video.